Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, wir stehen hier in Bacău. Das ist hier Rumänien, ist es, glaube ich. Erdkunde war nie so mein Fach. Und ja, wir brauchen einen neuen Auftrag, ne? Gucken wir mal, was wir so finden. Die Städte müssen wir alle noch befahren. Da kriegen wir nichts, aber hier täten wir. Okay. Also die hier unten haben wir alle. Jetzt müssen wir hier in Rumänien noch. Kriegen wir auch hin. Okay, da haben wir genau die zwei Aufträge. Der geht dahin. Und der geht dahin. Ist beides nicht gut. Ich glaube, wir fahren nach Jesse und gucken mal, ob wir da was finden. Weil ich will nicht hier wieder nach Bukarest zurück. Ich würde gerne, fahren wir nach Jesse. Machen wir so. Das ist auch nicht so riesig weit. Und dann können wir hier noch die Fragezeichen dabei gleichzeitig aufdecken. Stunde 13, ja, das sieht doch nicht verkehrt aus. Los. Gang rein. Und los geht's. Biege nach rechts ab. Da ist frei. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt. Ach, Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Jo. Da kam nix. Wenn wäre es eh zu spät gewesen. Zweite. Hier haben wir die dritte. Ausfahrt. Und wir sind wieder auf unentdecktem Gebiet sozusagen unterwegs. Achtung, also achten Sie auf die Geschwindigkeits- von uns noch nicht befahrenen. Und dann gucken wir mal, was in Jesse denn so los ist. Ob wir da interessantere Ladung finden. Vor allen Dingen örtlich interessanter. Warum hält er so viel Abstand? Ach so, wegen der Einfahrt da. Okay, macht Sinn. Beim PKW hier vor uns jetzt nicht ganz so viel. Daher konnte sich auch noch hinter den anderen stellen. Aber da könnte man Rast machen, okay. Okay, okay. Grün? Immer geradeaus. Nicht grün. Jetzt grün. Jetzt haben wir dann grün. Ja, so leer fährt sich natürlich deutlich besser. Aber ist natürlich schon Ziel der ganzen Geschichte, dass wir mit Ladung unterwegs sind. Das ist auch eine entsprechende Herausforderung. Manchmal eine richtige Herausforderung. Und manchmal, ja, rollt man halt so durchs Land. Immer verschieden, aber das macht das Spiel auch so interessant. Und nach Jahren, die ich das jetzt schon spiele, ich spiele es immer noch gerne. Macht mir persönlich wirklich mega Spaß. Ich freue mich jeden Sonntagmorgen drauf, meine Tour im Euro Truck Simulator und dann auch anschließend im American Truck Simulator machen zu können.
Und ja, finde es auch toll, dass SAS Software sich da immer noch so reinhängt. Immer noch Updates bringt, kostenlose Updates bringt, immer noch geradeaus. Neue DLCs bringt. Die kosten natürlich Geld, aber das ist dann ja auch okay. Und vor allen Dingen, weil einfach das Spiel halt, ja, es wird gepflegt. Ne? Also es lohnt sich, die DLCs zu kaufen. Weil ich weiß, ich kaufe mir nicht jetzt DLCs und kann die nächstes Jahr quasi in die Tonne kloppen, weil dann wieder ein neues Spiel rausgebracht wird. Wie das ja lange Zeit im Landwirtschaftssimulator der Fall war. Alle 2 Jahre ein neues Spiel. Hieß auch, wenn ich mir ein DLC gekauft habe, das gab es ja ein oder zwei, war das anschließend dann für die Tonne, weil ich dann ja den neuen Landwirtschaftssimulator kaufen musste. Und es hieß natürlich auch für alle, die Modder, also für die Modding gemacht haben, alle 2 Jahre Achtung, wieder ran Sie auf die und Geschwindigkeitsbegrenzung. Die ganze Geschichte anpassen. Immer und immer wieder. Oder halt das Ganze dann mal irgendwann versanden lassen und sagen, okay, der Mod, der bleibt für die Version XY, in der neuen gibt es den nicht mehr. Fertig. Ja, jetzt hat Giants das unterbrochen. Der letzte Landwirtschaftssimulator war ja der kam Ende 2018 raus, der LS 2019 oder der LS 19. Jetzt hat Giants Achtung, letztens angekündigt, oder vor ein paar, ein, zwei Wochen glaube ich, oder länger schon angekündigt, es wird keinen LS 21 geben. Also Ende diesen Jahres wird kein neuer LS rauskommen. Stattdessen wird es Mods geben. Nicht Mods, stattdessen wird es DLCs geben. Und ja, muss sagen, die Politik gefällt mir besser. Also die gefällt mir ganz gut. Weil dann Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ist es natürlich wieder für die Modder interessanter. Wenn sie wissen, das bleibt einfach mal. Also man macht das, es dauert eine Weile, bis man so einen Mod gemacht hat. Gerade wenn die Kartenmods machen und der bleibt dann jetzt auch einfach mal bestehen und man kann ihn auch tatsächlich eine Weile spielen und nutzen und zur Verfügung stellen und muss nicht bei Zeiten schon wieder neu anfangen. So. Ich stelle mich mal hier hin. Und werde jetzt einen Auftrag suchen. Weil sowas brauchen wir ja. Was für ein Händler war denn das? Eine Arbeitsagentur und irgendeinen Händler haben wir entdeckt. Fertig zum Losfahren. Nein. So war das nicht gedacht. Ich guck mal, was für Aufträge wir haben. Oh. Das hatten wir auch noch schon lange nicht mehr, ne? Andererseits wäre das auch ganz schick, wenn wir halt tatsächlich die Städte befahren und deswegen fahren wir mit dem Käse. Läuft ab in 13 Stunden, okay. Fahrt vorsichtig. Ja, machen wir. Das machen wir. Ganz frech. Ganz frech. Demnächst rechts abbiegen. Ach, hier war ein Dachhändler, okay. Das hatte ich nicht mehr mitgekriegt. Wusste nur, dass wir da irgendeinen Händler aufgedeckt haben, aber nicht mehr was für einen. Immer geradeaus. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Nochmal ein neuer Eingang, hatten wir auch noch nicht. Auftrag annehmen.
Wann müssen wir eigentlich pennen? Stunde 44. Ups. Wo steht denn hier unser Anhänger? Das steht da. Da steht er. Hoppala. Bisschen zu weit links. Zeit zu gehen. So, jetzt passt's. Jetzt passt es. Hoppala. Gut. Wie viel? 7 Stunden. 17 Hammer. Okay, wir haben also nicht viel Puffer. Hoppala. Wir haben nicht viel Puffer. So viel ist schon mal sicher. Immer geradeaus. Ich überlege gerade, ob ich hier beim Händler aufs Gelände fahre. Kann ich da pennen? Biege nach rechts ab. Muss gerade mal gucken. Nee, da oben könnten wir. Oder da bei der Tankstelle. Das ist gut. Dann machen wir da noch. Machen wir da noch Rast. Lass uns loslegen. Bis dahin sollten wir es schaffen. Biege nach rechts ab. Da ist frei. Bis dahin sollten wir kommen. Dann brauchen wir jetzt keinen großen Umweg bis zur Werkstatt. Wir haben nicht viel Zeit, wir haben nicht viel Puffer. Deswegen, Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen Zeit gewinnen. Womöglich. Also wo es möglich ist. Vorne kommt der Rastplatz. Gehen wir schon mal links rüber. Gehen wir schon mal links rüber. So, wo ist denn das hier? Da. Ich weiß, ich darf hier nicht reinfahren. Ich mach's trotzdem. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Tanken können wir eigentlich. Ach, brauchen wir eigentlich nicht. Rast wäre wichtiger. Wo ist denn der hier? Da ist der. Ja, ja, ich stelle mich nur gerade wieder andersrum hin. Dass wir dann da einfach geradeaus rausfahren können. So. Und gute Nacht.
Hervorragend, weiter geht's. Das scheint frei zu sein. Wunderbar. So, wir haben 6 Stunden oder 7 Stunden Fahrzeit und wir haben noch 8 Stunden, bis wir abliefern müssen. Also eine Stunde Puffer, das ist jetzt nicht gigantisch viel. Immer geradeaus. Das ist nicht gigantisch viel. Aber wir tun, was wir können. Ja, in der heutigen Folge fahren wir das natürlich nicht fertig. Sieben Stunden in den paar Minuten schaffen wir nicht mehr. Das ist definitiv nicht drin. Ah, wir fahren in den Sonnenaufgang. Also so quasi. Wir fahren natürlich von der Sonne, vom Sonnenaufgang weg. Wir fahren also südwestlich von der Richtung her. Aber so generell. So generell fahren wir in den Sonnenaufgang. Es wird also immer heller werden. Und das ist gut. Die vor uns sind abgebogen. Naja, das ist gut. Das ist sehr gut. Stehen sie nämlich schon nicht im Weg rum. Oh, nicht die beste aller Straßen hier. Nicht die beste. Kurven, die wir leider nicht mit 80 unbedingt. Die jetzt schon noch, aber da hinten die eine definitiv nicht. Oder drei nicht. Die hier sollten wir definitiv nicht mit 80 nehmen. Warum macht denn das hier so ein Schlenker? Warum macht es einen solchen Schlenker? Ach so, da ist ein Fluss. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein Flüsschen. Wenn wir das Flussbett so angucke, kann der ziemlich breit werden. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ist gut, Helga. Alles gut. Jetzt haben wir leider wieder einen vor uns. Ein bisschen doof. Wobei ich im Moment eh nicht an dessen Tempo drankomme. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt kamen wir. Auf dessen Tempo. Du biegst ab, das finde ich ja mal richtig gut. Danke dir. Danke dir. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich darf hier 80.
Das ist schön, richtig großes Flusstal. Und so wie das aussieht, ist das alles ein Gebiet, Überschwemmungsgebiet, wo der Fluss halt sich auch ausbreiten kann. Wenn es denn sein muss. Biege nach links ab. So muss das sein. Nicht bis dicht an den Fluss bauen und sich dann wundern, dass man dass der über die Ufer geht, weil er halt nirgendwo anders mehr hin kann. Aber wie ich auch sehe, ist die Zeit um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.